eingebettet in eine liebliche Talsenke zwischen Schlierbachswald und der Warte liegt unser Dorf. 662 Menschen haben hier ihre Heimat. Kommt man aus Richtung Eschwege, sieht man im Hintergrund den Hunsrück. Steht man auf der Hölle, so grüßen die Berge des Eichsfeldes zu uns herüber. Unsere Einwohner sind stolz auf ihre sehr schönen alten Fachwerkhäuser. Aber auch auf die vielen neuen, die in den letzten Jahren hier errichtet wurden. Nur wenige Familien können vom Ertrag ihrer Landwirtschaft leben. Die meisten Männer arbeiten in den Fabriken und Betrieben der nahen Kreisstadt. Das höchste und auch wohl größte Haus im Ort ist die Schule. Morgens um 6 Uhr muss die Milch zur Milchbank gebracht werden. Mittags bringt das Milchauto die leeren Kannen zurück. Auch die vielen kleinen Betriebe haben meist einen Schlepper. Ohne den will es nicht mehr gehen. Mit Kühen ackern nur noch wenige. Unser Dorf wächst ständig. Ganz neue Straßen entstehen. Hier ist es die Gartenstraße. Hungerborn will auch nicht zurückstehen. Ein Born ist ein Quell oder ein Brunnen. Den Namen hat die Straße sicher von einem solchen Brunnen, der in alter Zeit lebenswichtig war, weil er die Menschen mit Wasser versorgte, aber oft auch versiegte. Daher der Name Hungerborn. Einen guten Eindruck macht das Dörfchen, wenn man aus Richtung Eschwege reinkommt. Das Sorgenkind unseres Ortes ist die Dorfverschönerung. 30 bis 40 freiwillige Helfer bemühen sich, alles schön und freundlich zu gestalten. Wie hier an diesem Sonntag. Jedoch der größte Teil der Bewohner steht leider noch abseits. Am Ehrenmal werden Platten gelegt. Bei so einem Großeinsatz müssen sogar Schlepper herangezogen werden. Findige Helfer benutzen sie zum Roden der Baumstümpfe. Musik.
Es gilt, die Straßen an allen Ecken schön zu machen, damit sich auch unsere Alten wohlfühlen können. Vater Heine ist von seinem Jagdausflug zurück und erholt sich auf seiner Bank. Überall finden wir ein reges und betriebsames Leben. Jeder geht seiner Arbeit nach. Der Feuerwehrhauptmann muss sich seine Milchkannen selber holen, weil sie ihm niemand bringt. Aber Arbeit erhält ja jung und so tut er es gerne. Am besten haben es die Kätzchen und andere Tiere. Für sie ist gesorgt. Auch für diese alten Herrschaften scheint gesorgt zu sein. Ihre strahlenden Gesichter verraten, dass es ihnen gut geht. Sie haben ihr Teil zur Dorfverschönerung beigetragen. Die herrliche Blumenpracht vor ihrem Hause verrät es uns. Vor 2 Jahren entstanden diese Aufnahmen. Sie zeigen uns, dass Filme bleibende Dokumente sind. Menschenleben aber gehen oft schnell dahin. Ein schönes Bänkchen unter dem Holunderbusch lädt zum Verweilen und Nachdenken ein. Unsere Menschen haben Sinn für Schönheit. Ein kleiner Springbrunnen erfreut sie und macht sie glücklich. Er gibt ihnen neue Kraft für ihre tägliche Arbeit. Die Königin der Blumen ist die Rose. Doch auch manches Röschen schaut aus dem Fenster. Ein beliebtes Plätzchen am Sonntagvormittag ist die Ecken. Hier treffen sich die Männer zum Frühschoppen. Das gefällt dem alten Wirt und er schmunzelt. Mit gutem Beispiel geht der Bürgermeister seiner Gemeinde voran. Wo die Arbeit am schwersten ist, da packt er mit zu. Hier bekommt die Umgebung der Kirche ein schönes und gepflegtes Aussehen. Und nach getaner Arbeit schmeckt ein Bierchen ganz gut.
alles freut sich über das gelungene Werk, wer mag da noch abseits stehen? Wir gedenken, steht an dieser Stätte der Erinnerung an die Söhne und Väter, die aus unserer Gemeinde ihr Leben hingaben für einen sinnlosen Krieg. Und immer wieder wird zugepackt, damit es bei uns schöner wird. Lasst Blumen sprechen. Wes Herz schlägt da nicht höher beim Anblick dieser herrlichen Stiefmütterchen und Tulpen. Das sind sie, unsere fleißigen Leute. Na, denn Prost! Holzfällen kann unser Bürgermeister. Für Kinder und Erwachsene ist der Höhepunkt des Jahres gekommen, wenn alle gemeinsam das Kinderfest feiern können. Schon seit vielen Jahren ist es aus dem Kreis der Feste in unserer Gemeinde nicht mehr wegzudenken. Ja, es sind Bestrebungen im Gange, aus dem Kinderfest allmählich ein Heimatfest werden zu lassen. Nach dem schönen Umzug, auf den sich die Kinder besonders freuen, und für den sie sich festlich herausputzen, erfolgt die Einleitung auf dem Festplatz. Bereitwillig hat sich der Gesangverein hier unter seinem verstorbenen Dirigenten, Herrn Heinemann, zur Verfügung gestellt. Mit schönen Liedern wird so das Fest eingeleitet. Auch die anderen Vereine stellen Abordnungen. Bald kann so aus dem Kinderfest ein Heimatfest werden.
freuen sich unsere Kleinen, wenn die Kapelle dann zum Tanz aufspielt. Und stolz schauen die Eltern zu. Aber auch die Alten sind gerne dabei. Sicher an ihre eigene Kindheit zurück, als es das für sie noch nicht gab. Unsere Kleinen sind sich dessen bewusst, dass der heutige Tag ihr Tag ist. Freut sich nicht aufs Vogelstechen, Stangenklettern oder gar auf den Eierlauf. Eltern bleiben dabei kritische Zuschauer und sie vergleichen, ob ihr Kind seine Sache auch gut gemacht hat. Mancher schaut heimlich in seinen Geldbeutel und stellt fest, ob es auch reicht. Ein kritischer Beobachter ist der Bürgermeister. Er freut sich, dass alles läuft. Und wenn alle zufrieden sind. Für manche ist auch hier der beste Platz an der Theke. Vergeht der schöne Nachmittag. Ein letzter Blick zur Angermauer und zum Festplatz gibt allen die Gewissheit,
Ein herrlicher Tag ist wieder mal vorbei. Auf das schöne Fest folgt so wieder der Alltag. Ein Schuppen muss gebaut werden. Die Sense muss gedengelt werden. Vielseitig ist das Leben unserer Bewohner. Einen recht ordentlichen Eindruck macht unser Friedhof. Alle Familien bemühen sich, ihren Ahnen einen würdevollen Ruheplatz zu schaffen. Die Kinder begreifen sicher noch nicht die tiefere Bedeutung des Ehrenmales. Auch die Straße muss jede Woche gefegt werden. Die Müllabfuhr ist Angelegenheit jeder Familie. Da ist jeder sein eigener Müllkutscher. Ein Prachtstück unseres Ortes wird die neue Gartenstraße. Vor kurzer Zeit noch war hier nichts als Land. Emsig regen sich die Baulustigen, damit sie bald ein eigenes Heim haben. Wenn das Dorf erst Kanalisation und eine neue Straße hat, werden sicher überall so schöne Blumen stehen wie hier. Keinen besonders guten Platz hat man für die Schule gewählt, die sich hier schon im neuen Gewand zeigt. Bei uns gibt es auch eine Friedensstraße. Es ist das Stückchen Straße neben Thieles Hühnerfarm. Auch hier entstehen neue Häuser. Und wie ein Überbleibsel aus einer anderen Zeit mutet uns dieser alte Leiterwagen an. Den Alten noch vertraut, den Jungen nicht mehr modern genug. Der Winter ist oft lang und kalt, doch Holz gibt es hier genug. Einst war der Eselsgraben Schuttabladeplatz. Ein gutes Werk hat die Dorfverschönung hier vollbracht, als hieraus eine schöne Grünanlage entstand. Junge Leute bei der Dorfverschönerung, wie hier beim Rasenmähen, sind leider ein seltener Anblick. Wo bleibt unsere Jugend? Warum beteiligt sie sich so wenig? Auch viele Häuser werden schön gestrichen, denn das gehört ebenfalls zur Dorfverschönerung.
Viel bleibt noch zu tun, doch wenn alle zupacken, wird es bald geschafft sein. Herr Brüsseler möchte auch noch erleben, wie unser Dorf einmal aussehen wird, wenn es nichts mehr zu verschönern gibt, wenn alle Arbeit fertig ist. Von des Tages Mühe und Last macht unser Ortsdiener erstmal Rast. Henner, beweg dich! Die alte Generation passt auf, damit auch alles seine Ordnung hat. Wenn wir erst so betagt sind wie diese alten Herrschaften, dann können wir uns auch ausruhen. Dann werden wir sicher keine Sorgen mehr mit Kanalisation, Straßenbau und Dorfverschönerung haben. Vorausgesetzt, dass auch diejenigen, die heute noch abseits stehen, mithelfen, damit unser Dorf, unsere Heimat noch schöner wird. Musik.